Jetzt geht's unter die Gürtellinie. Oh mein Gott. Alter, ich steck fest. Das ist nicht dein Ernst, Simon. Was soll die Scheiße? Als ob ich mich da jetzt reinsetze und rüberschwimme. Okay. Wow. Ich hab's geschafft. Ich bin am anderen Ufer angekommen. Sie. Ja. Ist das euer Ernst? Wir haben leider ein paar Pläne verloren, wie du vielleicht schon in der Schützenjagd gemerkt hast. Ja. Da drüben ist jetzt eine Box. Ja, ich sehe sie. Die müsstest du trocken und unversehrt hier rüber bekommen. Falls du ein bisschen länger brauchst, haben wir auch noch eine Kiste mit zwei Decken und einem Kissen dazu gepackt. Viel Erfolg, wird es gelingen. Freunde, das ist das Heftigste, was mir je in meinem Leben passiert ist. Ihr fragt euch gerade, was geht bei dir ab, Rob? Wieso diese Weste? Wieso diese Gummistiefel? Ich habe ein bisschen Zeit, deswegen kommt jetzt eine kleine Real Talk Story. Irgendwie habe ich mit dem Ganzen hier gar nicht gerechnet. Ups, ich hoffe, die Lampe hält noch lang genug. Also, das alles hier ist kein Fake-Shit, das ist einfach ernst. Ihr wisst ja mittlerweile, dass wir so eine Prank-Serie schon was länger führen, wo Team Bro versus Team Will sich quasi immer im Gegentakt hin und her pranken. Und wir haben mittlerweile schon echt einiges durchgemacht. Wir haben uns vor ein paar Wochen dafür entschieden, dass wir in Staffel 3 gehen und versuchen selber in all diesem Ganzen irgendwie auch an unsere Grenzen zu kommen und zu schauen, wie weit wir gehen können. Klar, Simon und ich sind Freunde und das ist der Grundbaustein, wieso das überhaupt funktioniert. Aber mit all dem, was heute passiert ist, habe ich gar nicht gerechnet. Ich habe halt letztes Mal diesen Game of Thrones Prank gemacht, einfach als Ansage, dass es jetzt wieder losgeht. Boah, das kann so nicht... Ich muss mich hinsetzen, meine Knie tun schon ultra weh. Nochmal von neu. Ich habe einfach eine Ansage gemacht, yo, ich habe Bock auf dritte Staffel, let's go dritte Staffel. Natürlich war mir dann bewusst, dass Simon mich in irgendeiner Art und Weise zurückpranken wird. Bin halt irgendwie davon ausgegangen, dass das, wenn ich irgendwann mal dann natürlich wieder wegfahre, Simon wie immer irgendwas in meiner Wohnung macht und wir dann irgendein Spiel haben. Aber das Ganze ist heute etwas irgendwie anders abgelaufen. Ich wusste, dass er vorbeikommt. Er hat mir gestern gesagt, dass er irgendwie um 9 vorbeikommen will. Und ich dachte mir, okay, mal schauen, ich lasse mich einfach drauf ein. Dann ist Simon, glaube ich, so um 23:30, also so wirklich kurz vor Mitternacht aufgetaucht und hat dann irgendwie mir so einen Planer, also seinen Planer in die Hand gedrückt und gesagt, hier, fang an, bla bla bla. Auf jeden Fall fing dann so ein Rollenspiel an und ich musste ein paar Stationen durchlaufen, dies, das, hab dann immer wieder Hinweise bekommen, so wie man das aus unseren Pranks kennt. Und zum Schluss wurde es richtig gruselig, weil ich habe richtig lange nach so einem Spot suchen müssen und da war ein Boot und meine Aufgabe war es quasi übers Ufer zu fahren. Das ist so krank. Um dort quasi den nächsten Hinweis zu finden, bin dann übers Ufer gefahren. Simon kam, hat das Boot zurückgezogen und ich bin jetzt quasi auf so einer Mini-Insel umgeben von einem See gestrandet und er hat sich verpisst. Ich bin jetzt auf keinen Fall sauer auf Simon, weil wir gesagt haben, okay, wir ziehen das durch so, keine Regeln, dies, das. Mal schauen, wie weit wir gehen können. Dementsprechend, Real Talk, sitze ich gerade auf irgendeiner so einer verdammten Mini-Insel umgeben von so einem hässlichen, stinkenden Teichsee und habe eine Aufgabe bekommen. Und zwar ist die Aufgabe, dass ich diese Planer von Simon trocken auf die andere Seite bekomme. Challenge accepted. Ich zeig euch mal, da sind irgendwie 35 Planer. Er hat mir hier, weil er so freundlich war, eine Box hinterlassen mit Kissen und Decke. Ich müsste noch eigentlich irgendwo eine Paddel haben. Mit der bin ich quasi rüber gepaddelt. Nochmal zusammengefasst. Paddel, Decke und Kissen, 35 Planer, die trocken wieder auf die andere Seite müssen. Ich weiß nicht, ob man das sieht, aber das Boot ist quasi noch auf der anderen Seite. Das Wasser ist ungefähr ja, so tief wie ich. Ist schwer einzuschätzen, vielleicht auch ein bisschen tiefer. Ich habe ehrlich gesagt gar keinen Bock zu riskieren. A, dass irgendwas passiert, wenn ich da rüber schwimme. Zu B, dass diese scheiß Bücher nass werden, weil dann gibt es wahrscheinlich irgendeine Konsequenz. Und ich bin motiviert, Freunde. Team Bro macht keine halben Sachen. Deswegen, ja, scheiße, das ist so ein unstrukturiertes Gelaber von mir. Es tut mir unglaublich leid. Ich bin wirklich ein kleines bisschen überfordert mit der Situation. Was würdet ihr machen, wenn ihr um 3 Uhr morgens plötzlich auf so einer stinkenden Insel landet und nicht wisst, ob das witzig ist oder nicht witzig ist? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall habt ihr vielleicht jetzt ein Gefühl bekommen, wie ich mich fühle. Ich könnte theoretisch irgendwie warten, bis es hell wird. Mit Glück läuft hier jemand vorbei und schiebt mir dieses Boot zu mir rüber. Oder ich überlege mir irgendwas. Aber es ist ein bisschen schwierig, weil ich auch Teil der Aufgabe quasi mein Handy zu Hause lassen musste. Dementsprechend
erreichen, kann ich nicht mal gerade jemanden anrufen, der mir irgendwie hilft. Es ist wirklich fucking scary, muss ich sagen. Aber vielleicht fällt mir was ein. Ich melde mich mal später, wenn ich eine Idee habe. Oder vielleicht schlafe ich auch jetzt einfach die 4 Stunden, bis es hell ist und komme dann irgendwie vielleicht drüber. Bis gleich. Also nach längerem Überlegen fällt mir einfach nichts ein. Ich habe auch keine Chance, irgendwie hier runterzukommen, ohne jetzt wirklich das Risiko einzugehen, da drüber zu schwimmen. Und selbst dann würden diese Scheißplaner nass werden. Deswegen ziehe ich das einfach durch. Ich bleibe jetzt hier einfach 4 Stunden, mach's mir gemütlich und hoffe, dass irgendwer vorbeikommt und mir dieses Boot rüberschiebt. Klingt nach einem Plan, oder? Das ist richtig räudig. Ist da noch was drin? Oh, 2 Decken. Dankeschön, Simon. Wie lieb von dir. Ja, ich mach mir mein Bett ready. Ach, Freunde, Team Bro macht keine halben Sachen und Simon, wart ab. Mein nächster Prank wird dich komplett zerbersten. Zum Glück ist es nicht so kalt heute Nacht. Das hat fast so ein bisschen YouTube-Camp-Vibe, muss ich sagen. Aber die scheiß 3-4 Stunden, die ziehe ich durch. Wir sehen uns, wenn es wieder hell ist. Gute Nacht, Freunde. Slash, ich werde wahrscheinlich nicht schlafen, aber ich werde auf jeden Fall hier ein paar Stunden bleiben können. Hauptsache mir krabbelt kein Viech ins Ohr. Das ist meine größte Angst. Guten Morgen, Freunde. Alter, das war mit Abstand eine der räudigsten Nächte meines Lebens. Und jetzt gerade geht so langsam die Sonne auf. Und ich glaube, das macht gar keinen Sinn, dass ich hier warte, bis mir jemand dieses Boot rüberschiebt. Erst recht, weil die Person wahrscheinlich selber mit dem Ding rüberschwimmen möchte. Und ich hatte echt viel Zeit nachzudenken, weil sonst würde ich gefühlt irre werden. Das waren zwar nur 4 Stunden, aber Freunde, ich war gar nicht darauf eingestellt. Dementsprechend habe ich sogar echt eine gute Idee bekommen. Simon, du hast einen richtig, richtig fetten Fehler gemacht. Und ich zeig dir jetzt, wieso. Du hast mir diese nette Box hier dagelassen, wo du die Decke und so hingepackt hast. Und ich glaube, ich ziehe das jetzt einfach durch. Ich habe auch echt keinen Bock mehr hier zu warten. Ich drehe in fucking paar Stunden wahrscheinlich mit Phil Laude. Man merkt, irgendwas zwischen 5 und 6 Uhr morgens haben wir jetzt. Dementsprechend dachte ich mir, ich lade einfach deine, ich habe schon wieder den Namen vergessen, wie die sich nennen. Was? Wochenplaner, Monatsplaner, Schulplaner, keine Ahnung. Ich lade die jetzt hier rein, mach das Ding zu und dann müsste ich es eigentlich schaffen, die Dinger trocken rüber zu bekommen. Auch wenn ich wahrscheinlich durch das kalte Wasser laufen muss. Aber das ist mir gerade so egal, denn ich will einfach nur nach Hause. Meine rechte Socke ist auch die ganze Zeit so nass. Okay, dann fangen wir mal an, Freunde. Hier sind die Planer. Was waren das, 35 oder so? Ich glaube, die kriegen wir da alle rein. So, ich muss auch ehrlich sagen, ich habe gerade meinen Lieblingspulli an. Und das wäre mir zu schade, wenn er von diesem verseuchten Wasser kaputt geht. Deswegen packe ich den da auch noch rein. Ich nehme noch die Decke mit. Packe ich quasi noch als Schutz mit rein. So, hier ist leider kein Griff, aber ich muss es einfach nur schaffen, das Ding über die Oberfläche zu halten. Das hier, wow. Ey, Falco, es tut mir so leid, das ist deine Kamera. Ich hoffe, es passiert nichts. Ich werde das jetzt echt so, boah, durchs Wasser tragen, wa? Ich kann es hier echt keine Minute mehr aushalten. Ich will einfach nur nach Hause. Ihr dachtet, das wäre bestimmt Fake zwischendrin. Jetzt kommt der Beweis, dass der Scheiß nicht gefaked ist. Kurz Kräfte sammeln. Aber ich habe jetzt auch echt gar keinen Bock, komplett nass zu werden. Aber scheiß drauf, ich habe keine Wahl. Das Allerwichtigste ist nur, dass mir die Kamera nicht ins Wasser fällt. Oh, Falco, es tut mir so leid. Okay, wie mache ich das? Wird das Ding schwimmen? Wahrscheinlich nicht, ne? Scheiß drauf, ich zieh's jetzt einfach durch. Eigentlich müsste das ja easy machbar sein. Ich muss nur dieses kleine Stück schaffen. Das ist echt machbar. Aber ich habe auch echt keine Lust, nass zu werden. Aber Team Bro macht keine halben Sachen und ich habe eh keine Wahl. Das wird eh nicht funktionieren, wenn ich jetzt hier noch ewig warte. Und wie gesagt, auch ich habe mein Stuff zu tun. Let's go. Oh Mann. Scheiße. Ich hoffe, das geht gut. Oh. Nee, ich glaube, ich werfe dieses Paddel einfach erstmal rüber, weil das hier wird mich am meisten stören bei dem Transport. Vorsicht. Okay, das kriege ich hin. Ja, passt. Das kriege ich eingesammelt. Gut. Wie mache ich das jetzt am schlausten? Kamera auf die Kiste, das Band hier zwischen, damit mir die Kamera auch gar nicht erst wegrutscht. Okay, ich gehe jetzt ins Wasser, Freunde. Oh, fuck. Oh,
Fuck. Ich wollte gerade nachgucken, ob ich was in den Hosentaschen habe. Aber eigentlich habe ich ja nichts in den Hosentaschen. Aber das ist dieser automatische Reflex. Scheiß drauf, ich zieh das durch, Alter. Simon, das bekommst du doppelt und dreifach zurück. Oh mein Gott. Oh, jetzt sind meine Füße nass. Oh mein Gott, ist das kalt. Ist das kalt. Alter, weiter. Okay. Alles gut. Okay, das Wasser ist gar nicht so tief, wie ich dachte. Oh, jetzt geht's unter die Gürtellinie. Oh mein Gott. Alter, ich steck fest. Das ist gerade kein Spaß. Okay, ich bin rausgekommen. Oh mein Gott. Das ist so schrecklich. Das werde ich nie wieder in meinem Leben machen. Oh mein Gott. Ich komme nicht weiter. Stück für Stück. Oh, meine Eier frieren. Oh mein Gott. Boah, stinkt das hier. Boah. Hast geschafft. Oh. Alter. Weiter. Fuck it, ey. Mein Oberkörper ist sogar trocken geblieben. Hätte ich nicht gedacht. Ich dachte, das wäre tiefer. Geschafft. Alter, zwischendrin habe ich echt voll den Schock bekommen, weil ich dachte, dass ich da stecken bleibe. Freunde, macht so eine Scheiße niemals zu Hause nach. Wir sind einfach behindert im Kopf. Ohne Spaß, ich weiß gar nicht, was bei uns abgeht. Alter, weiter. Wow, das war eine kranke Nacht. Also die Gummistiefel, ich kann es euch mal zeigen. Ich weiß gar nicht, ob ich da rauskomme. Fuck, wie soll ich das machen? Ich bin so müde, Alter. Okay, aber ihr könnt sehen, da tropft jede Menge Wasser raus. Okay. Geil. Ich fühle mich richtig gut. Weißt du was, Simon? Ich bring dir die Scheiße sogar nach Hause vorbei. Kein Joke. Guck mal, was ich jetzt mache. Hier ist dein Boot. Hier sind die Paddeln. Warte. Eins. Zwei. Das kommt hier. So, weg. Dann das hier. Drei. Ich habe immer noch viel zu viel Wasser in den Gummistiefeln. Und... Schon. Und vier. Boah, da ist immer noch so viel Wasser drin. Alles klar. Jetzt wickle ich mir hier einmal um die Hand. Und das schiebe ich jetzt einfach bis zu deiner Haustür. Freunde, ich bin gerade der glücklichste fucking Mensch der Welt. Das war so eine behinderte Aufgabe. Aber... Simon, alles ist trocken. Geil. Boah, ich freue mich jetzt schon auf die Rache. Ich bin gerade wie so ein Psycho, der einfach nur im Wald war. Auf so einer Mini-Insel. Aber ich fühle mich gerade richtig gut. Kaum gepennt, schleppe hier so ein Ding mit mir mit. Das ist mir aber gerade alles so egal. Ich will einfach nur dir den Scheiß vor die Tür bringen und in Ruhe heute Abend schlafen gehen. Bis gleich, Simon. Hoffentlich macht er auf. Komm schon, Simon. Ach, Simon, ey. Komm. Ich hab noch gar nicht geschlafen. Und du Penner pennst wahrscheinlich. Als ob das jetzt alles umsonst war. Komm schon, Simon. Komm schon. Boah, ich stinke so krass. Dieses Seil stinkt so krass. Hallo? Simon? Ja? Mach mal auf und komm runter. Komm runter jetzt sofort. Oh, fuck my life, Alter. Das war einer der anstrengendsten Nächte meines Lebens. Alter. Komm schon, Simon. Komm her. Wow. Digga, was war das für eine fucking Challenge? Was ist das für eine Box? Nicht einer ist nass geworden. Alles ist trocken, Digga. Hier. Alles ist trocken. Alter, wie genius. Du hast es einfach geschafft. Ich hasse dich so sehr. Ich
Spieß gemacht. Ja gut, du hast den Ballspieß gemacht. Nee, warte mal, wie bist du rumgekommen? Das war so dumm von dir, dass du mir diese Box da gelassen hast. Ich bin da einfach durchgelaufen. Ich habe gewartet, bis es hell war und habe es einfach durchgezogen. Meine Schuhe sind auf jeden Fall immer noch voller Wasser. Meine Hose ist komplett nass. Alter, was ist das für ein heftiger Motherfucker, Digga? Aber ich habe mich gefühlt wie Bear Grylls heute Nacht, ey. Alter, aber wie geil, Alter. Also ich komme gar nicht drauf klar, weil ich einfach gerade um halb sechs einfach geweckt bin. Haben wir halb sechs? Ich habe so gar kein Zeitgefühl, Freund. Das ist so krank. Alter, ist ja mega krass. Danke. Ist ja voll geil. Ey, warte ab. Die nächste Challenge, du wirst sterben, ne? Also Spaß hin oder her, ne? Aber ich war echt am Verzweifeln heute. Du hast das ganze Boot durch Köln gezogen. Ich habe allein bestimmt fast eine halbe bis eine Stunde gebraucht, um hier anzukommen. Boah, was? Familienpark hierher. Ja. Ciao, Alter. Also, ja, meine viel Flash. Spaß mit dem Kack hier und tu mir bitte einen Gefallen. Jo. Ruf für mich Philippe an, der soll mich abholen. Machst du das? Okay, warte, wenn du mir dein Handy gibst. Ich hab kein Handy mit. Ach, stimmt. Fein. Ja gut, dann muss ich hochgehen. Okay, ich ruf vorhin Philippe an. Danke. Wart ab, Digga, wart ab. Wenn ich dran bin, dann wirst du sterben, Alter. Alter, Digga, du hast ja aber auf jeden Fall krass geirrt. Ich bin komplett tot. Komplett. Das Einzige, was ich gerade will, ist einfach nur schlafen, Digga. Krass, Alter. Ja, ey, das glaub ich dir. Aber dass es so schnell geht vor allem, so ist es noch nicht mal 6 Uhr. Mach's gut, Digga. Du bekommst das zurück, mein Kollege. Ruf Philippe an, ich warte draußen. Okay, hau rein. Junge, Junge, Junge. Was war das für ein Tag? Das war absolut krank, Freunde. Absolut krank. Da kommt schon auch Philippe. Was geht? Ich bin komplett dreckig und nass, Digga. Guten Morgen. 5.48 Uhr. Das ist so krank, wie ich so 0,0 ein Gefühl für Zeit hatte. Danke, dass du mich abholst, Digga. Ich bin fertig, Freunde. Ich bin einfach fertig. Ich will ins Bett. Ich drehe um 12 mit Phil. Ich habe 5 Stunden zum Schlaf. Was ist das für eine Nacht gewesen? Mit allem, was heute passiert ist, habe ich nicht gerechnet. Aber ich glaube, ich bin aus der Situation echt clever und geschickt rausgekommen. Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das mit einem Daumen nach oben. Du kannst losfahren, Digga. Ich will nach Hause. Let's go. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt das auf jeden Fall mit einem Daumen nach oben. Lasst mir ein Abo da. Aktiviert die Glocke. Team Bro vs. Team Will Staffel 3 hat begonnen. Und Simon, gönn dir meinen ersten Prank von dieser Staffel. No joke, du hast heute übertrieben. Ich werde noch viel mehr übertreiben. Alter, Digga, ich muss dir jetzt mal alles in Ruhe erzählen, was eigentlich abging, ne? Es war so krank, Digga. Du hast so Sachen, ne? Ja, ich bin komplett nass.